volle Konzentration beim jungen Amerikaner. Er hat die Saison schon einmal in dieser Disziplin brilliert, aber bei so einem wichtigen Finale, da liegen die Nerven natürlich blank. Jetzt muss er zeigen, wie gut er wirklich ist. Gunnar, was geht da im Kopf eines Sportlers eigentlich vor? Ein unheimlicher Druck lastet nun auf ihm, denn er weiß, dass ihm alle auf die Finger schauen. Man muss... Ja, und er macht sich nun bereit, holt konzentriert aus. Nicht einmal ein Atom, und wir könnten ihn jetzt aus der Fassung bringen, John. Und er eröffnet den dritten und entscheidenden Versuch. Und es geht los. Ja, ja, das schaut gut aus. Ja, das schaut gut. Sehr gut. Messerform. Ausgezeichnet, John. Mit dem linken Arm so weit auszustrecken, ist doch ziemlich ungewöhnlich. Ja, das hat ja, das hat man schon lange nicht mehr gesehen. Also, wenn dieser Versuch die Punkterichter nicht überzeugt, ja was denn da? Er zeigt jetzt ein für alle Mal, dass er zur Liga der Top-Leute gehört. Und dass man erst an ihm vorbei muss, wenn man an den Titel will. Ja, zu Recht freut er sich. Vollkommen richtig. Ja, sein Trainer gibt ihm die Hand. Ja, jetzt ist die WM wieder... Would you dance if I asked you to dance. Miranda, unterschreib das. Devin, unterstehe dich, wie kannst du nur? Ich bin deine Mutter. Das glaube ich nicht, Miranda. Ich weiß jetzt, was jene Nacht in Acapulco passiert ist. Devin, was soll... Da kommt die Wertung, Norman Bates aus den USA. Seine Mutter ist natürlich auch da. Ja, bei solchen wichtigen Entscheidungen reißt sie natürlich immer mit. Und jetzt kommt die Wertung. Und da haben wir USA 9-6, 9-5, 9-5, 9-6 und... Ja, 9, das ist der Sieg! Er freut sich zurecht, 9-8, das ist also die vorzeitige Führung. Wunderbar. Aber eigentlich schon der Sieger. Könnten wir das dann nochmal in der Zeitlupe sehen. Es war die Hochzeitsnacht von Eric und Amanda. Als du Amanda vergiftet hast und dich in Erics Bett geschlichen hast. Man hat nie bewiesen, dass es Mord war. Wir alle wissen, wie gerne sie Kugelfisch hatte. Richtig, Miranda. Trotzdem, es war nicht Eric, mit dem du das Bett geteilt hast. Es war Rick, Amandas eifersüchtiger Liebhaber. Kennen Sie das auch? Sie nähern sich einem ahnungslosen Opfer, welches unter der Dusche steht, und wollen es überraschen. Sie erheben die Klinge, warten auf den richtigen Moment und schlagen zu. Plötzlich ist die Klinge stumpf und rostig. Genau das passiert täglich in tausenden Haushalten und kostet Menschen wie Ihnen Zeit, Geld und Nerven. Sind die Messer, die Sie in Ihrem Haushalt verwenden, auch stumpf, rostig oder brechen sogar? Und geben Sie monatlich dafür Unsummen an Geld aus? Diese Zeiten sind vorbei, denn jetzt gibt es ein Messerset, das endlich Ihren hohen Ansprüchen gerecht wird. Gebaut aus Titanium, welches ursprünglich speziell von der NASA für die Raumfahrt entwickelt wurde. Das Messer, auf das Sie schon immer gewartet haben. Das Titanium Everlast Package. Höchster Steckkomfort in jeder Lebenslage und auch nach hunderten Anwendungen wie neu. Mit dieser Klinge können Sie ein Leben lang zustecken und Ihre Opfer werden dankbar sein. Doch als ich dann das Titanium Everlast Package gefunden habe, ging alles von alleine. Ich meine, man braucht es nicht zu schärfen, es funktioniert einwandfrei und die Leute sterben.
Sie bekommen das Stechmesser, das Knochenmesser, das Trangiermesser, das kleine Stechmesser und das ganz kleine Stechmesser. Zusätzlich diesen praktischen Messerblock. Und wenn Sie in den nächsten 30 Minuten anrufen, dieses Buch von Michael Myers. Jahrelange Erfahrung machen als Mann. Trotzdem bist du immer noch mein Sohn. In der Mutterschaftstest hat etwas anderes ergeben, denn in jener Nacht hat Eric im Internat. Mich bat, mit Henry, deinen Sohn, auszutauschen, der was zurzeit auf der Straße von Mexiko herumlungert. Du kannst nichts davon beweisen. Ich werde Erics Millionen erben. Niemals, Miranda. Denn ich habe Dr. Sanchez auf meiner Seite und er wird unter Eid aussagen. Unterschreibe das Geständnis und du wirst mit dem Leben davonkommen. Your hero.